Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ark mit Reggie. Hi! Hallöchen zusammen. Ja, und es geht weiter. Ja, in den Yay. letzten 2 Tagen haben wir eine kleine Pause eingelegt. Das musste mal sein. Ja. Und jetzt geht's weiter. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf alles Mögliche und muss jetzt erstmal wieder gucken. Hatten wir eigentlich noch irgendwo, ich glaube, ein Dodo ohne Namen hatten wir nicht mehr, ne? Nö. Nö. Alle Dodos ohne Namen sind schon gestorben. Ja, wenn so. Ja, Juti. Allerdings, ich werde wahrscheinlich noch ein paar mehr. ja. Werde ich mir wahrscheinlich noch ein paar mehr zähmen. Oh, Ansonsten, schade. was steht da? Mir wurde gesagt, die Wasserquelle kann auf bestimmten Positionen auch auf der Erde platziert werden, wo einfach nur so eine kleine Pfütze ist. Aber wir haben hier nichts in der Nähe. Nee. Ah, Deswegen laufe ich schade, hier ja, gerade rum. das wäre natürlich cool gewesen. So. Ja, siehst du, wir müssen uns oben noch einig werden, wo die Farm hinkommt. Nee, um die Farm kümmerst du dich ja. Wo die Naja, aber hingeht. nicht, dass du oben noch was anderes geplant hattest hinzustellen. Oder kann ich oben die ganze Etage nutzen? Kannst du oben die ganze Etage nutzen? Gut. Nuckel. Ich versuche eine bessere Wasserquelle aufzustellen, als wir jetzt haben. Gut. Ja, und ich werde schon mal ganz feierlich hier irgendwie eine Wand platzieren, beziehungsweise herstellen. Ich habe gesehen, ich habe noch ganz, ganz viel Holz. So, du bist eine Schräge, naja. So, muss alles hier auch schön aussehen mit dem Wasser und so, oder? Aber momentan sieht das echt hässlich aus von der Seite. Ne, ja, Muss ne, das, ja. ich noch irgendwie abreißen dann. Mal gucken. Ich habe Level up. Level. Oh Gott, was nehme ich dann? Jetzt dann. Handwerkliches Geschick. Ich überlege die ganze Zeit, was das ist. Ich tippe mal auf schneller bauen. Ach so. Ja, gut. Ja, gut. Ich werde wahrscheinlich auch erstmal auf Traglast gehen. Und die Katze hat gerade die Tür aufgemacht. Von draußen Ja, oder was? der war draußen. Die Und ganze jetzt Zeit? ist es. Oh, der Arme. Ja, und jetzt ist es kalt. Ach ja. So, was habe ich denn hier alles? So, die ganzen Ledersachen, Grabstein, Holzfloß. Ach, da ist das. Na gut, die ganzen Wassersachen hast du ja schon hergestellt. Ja, also ich bin noch dabei. Ein Futtertrog. Guck mal, da ich ja die Züchterin werde, werde ich mal sagen, dass ich den Futtertrog lerne auf jeden Fall. Okay. Ja, Dann naja, mach das wieso ruhig. nicht? Mach das, ja. Kannst du machen. Ja, also finde ich jetzt irgendwie sinnvoll. Holztisch. So viele coole Sachen, so viele coole Sachen. Oh cool, ja stimmt. Ich kann. Oh geil. Was hattest du hergestellt? Metallspitzhacke oder die Metallaxt? Ich glaube, ich hatte sogar beides. Ja? Ach so, ja, ich kann auch beides lernen. Okay. Ja gut, stimmt, ist ja auch wieder sowas Wichtiges, ne? Ey, das hätte ich jetzt fast Wobei, vergessen. warte mal. Da stand irgendwas von wegen. Kann nur hergestellt werden in Werkbank, genau. Eigentlich musst du es dann nicht lernen. Dann Zu passt das. spät. Ja, gut, egal. Nicht so schlimm. Ja, ach, das wollte ich doch. Aber eigentlich wollte ich das da aufstellen. So, schön da gerade machen. Sehr schön. Ich muss sagen, ich finde es echt schön, dass es hier alles wird. Ja, das stimmt. Das ist ein schöner Ort, wie ich finde. Was ist eigentlich mit dem Dino da hinten? Ist der noch da? Wir hatten ja jetzt zwei Du Dinos, meinst die hier voll durchgedreht sind, ne? Die sind weg. den Fiesen? Wie die beiden Fiesen. Ah, ne, da hinten steht er noch. Alles gut.
Wobei eher nicht gut. Ja, ich war jetzt auch gerade so ein bisschen irritiert. So, was? Gut? Naja. So, wo ist mein Parasaurus? Da. Oh, ich wünschte, ich könnte fliegen. No. Ich hoffe bald. Ja. Das wäre auf jeden Fall schon mal echt cool. So. Hier ist mal hier hochzulaufen, ey. Tja. So, muss ich nochmal runterspringen oder klappt das so? Das klappt so. Ach ja, stimmt. Oh. Ich muss sagen, so dieses Wasserding ist schon sehr, sehr praktisch. So, ich hoffe, ich habe das perfekt gerade gemacht, weil wenn das funktioniert, dann freue ich mich einen Keks. Ich brauche mehr Stein. Ja, lass dich überraschen. Okay. Ich überlege gerade schon wieder. Wie das. Achso. Ah, okay. Ein Metall. Nice. Okay. Mein einer Trinkbeutel ist kaputt. Scheint jedenfalls so, der ist irgendwie. Nö, der wird nicht mal angezeigt. Komisch. Naja, passiert. Oh, das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. Was denn? So. Ja, lass dich überraschen. Nein, ich bin neugierig. Nee, darfst du nicht sein. Doch. Wenn das jetzt funktioniert, bin ich, aber. Ich könnte es sogar perfekt geschafft haben. Mit sogar ein bisschen Glück. Okay. Ups, das war vielleicht ein bisschen zu viel. Egal. Ich werde voll gequatscht. Von der Katze? Ja. Oh, ist das geil. Ich hab's geschafft. Guck mal, das Rohr ist kaum zu sehen, weil es auf dem Boden ist. Warte. Ich komme. Hui. Und es führt direkt zum Haus. Am Haus. Direkt dran. Oha. Oh, ich kann durch mein Dino gut durchgucken. Wuhu. Zeig. Zeig. Oh. Oh. Ey, das ist cool. So. Das ist cool. Das war aber nur Glück. Ich wollte, das heißt, eigentlich, also, ich wollte eigentlich nur so genau an die Wand hier ran. Weißt du? Damit das Rohr nicht im Haus ist. Ja. Aber dann ist es so perfekt auf dem Boden. Finde ich cool. Ja, das ist nice. Vielleicht hätte ich andersrum das Ganze machen sollen, dann wäre es perfekter gewesen. Egal. Ja. Hätte ich mich nicht so auf Glücks verlassen müssen. So, jetzt geht's nach oben. Ich mach so einen riesen Stein kaputt, kommen 4 Steine raus. Das ist super. Ja, toll, ja. Das klingt irgendwie logisch. Nicht. So. Dann gehe ich mal nach oben. So, darf ich jetzt eigentlich allen Dodos Nahkampf-Angriffskraft skillen oder willst du die, die du gefangen hattest, selber skillen? Kannst ruhig machen, was du willst. Außer, ich glaube, Seelord war das oder Deadline. Nee, der Seelord, der nur leben wollte. Ach so, okay. Nee, na, Deadline wird ein Säbelzahntiger. Genau. Keine Sorge, Deadline, ich hab's nicht vergessen. Ich weiß alles. Oh, der Wasserhahn hat ein Inventar. Ah, da kannst du wahrscheinlich deine Wasserflasche reintun zum Füllen. Ja, genau. So mache ich das auch immer. So. Ach ja, stimmt, wir haben ja da schon wieder. Stimmt, wir hatten da ja wieder 2 andere Dodos jetzt drin zum Paaren.
die wir wahrscheinlich auch demnächst dazu zwingen müssen. Stimmt, nachts müssen wir das Ei rausholen. Wieso müssen wir nachts das Ei rausholen? Oder wir können das jetzt schon, glaube ich. Wir haben keine Kälte und keine Hitze. Wir müssen Ach so. Das Ei noch brüten. Ja. Mal gucken. Ja, es verliert kein Leben. Ja, das ist gut. Muss noch. Da. Pass auf das Ei auf. Na toll. Eregi ist jetzt zum Züchten abkommandiert. Aber wenn ich es richtig sehe, dann braucht es nur 5 Minuten. Es geht schnell. Ja, gut, ist ein billiger Dodo, ne? Ja, aber in der Zeit, also solange wie wir müssen ein bisschen gucken, immer wieder gucken. Ja, du musst eigentlich, glaube ich, nur gucken, ob es in deiner Nähe heiß oder kalt ist. Ja, ich denke auch. Das sollte ausreichen, aber ich werde machen, dass ich genug Beeren habe. Denn ich habe gelesen, dass kleine Babys sehr, sehr, sehr viel fressen. Dann geh auf dein Tierchen und sammel mit dem Tier, der sammelt richtig viele Beeren. Ach so, ja, stimmt, der geht da. Stimmt. Und dann kriegt er dafür auch noch Erfahrungspunkte. Pa. Komm mal her, ich brauch dich. Danke. Stimmt. Kriegst halt nur keine Fasern. Ja, die will ich ja auch nicht. Die stören mich ja eigentlich gerade. So, wir haben den Wasserfall, sag ich schon. Wasserhahn in unserem Bau. Gut. Ach nee, da. So war das. Auch wenn ich immer mit ihm nicht so ganz das hinkriege, die Bären. Also ich muss sagen, es dauert irgendwie gefühlt ewig, bis ich da mal einen Busch kriege. Ja. Ja, du musst zum Strauch gehen, mit dem Kopf da drüber. Und dann. Oh. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass ich da hingehen muss, aber irgendwie sind die so schwer zu treffen. Aber ich finde es leichter, als zu Fuß da was zu machen. Ja. Also es geht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel schneller. Muss man ja mal sagen, ne? Ich will die Katze. Mehr. Er hat noch nichts zu essen bekommen, er hat die ganze Zeit gepennt. Ah ja, stimmt, oh Gott. Huh? Das werde ich nach der Folge sofort machen, Leute. Keine Sorge. Oh, ich kann sie wütend verhungern. Ich habe 2 Eier gelegt, die aufeinander stehen. Ein Eierturm. Yay. Eierturm. So, wie sieht's aus mit dem Ei? Bist du in der Nähe? Nee, ne? Nö, ich stehe auf ihm. Ah, okay. Ich treffe keinen einzigen Busch. 3 Minuten. Denn echt. 3 Minuten? Ja. Ich sammle das jetzt schnell mit der Hand, es geht viel schneller. So, direkt mal Gamma eingestellt, damit ihr was sehen könnt. Hä? Ja, siehst du genau. Apropos. So. So, für mein nächstes Vorhaben. Ein bisschen Licht in die Nacht gebracht. Das sieht so cool aus mit dem Wasserhahn hier. Na, wir kriegen unser erstes Dodo-Baby. Ich bin so aufgeregt. Bin so richtig aufgeregt. Ich freue mich schon total auf das Baby, weil es wird garantiert so süß aussehen. Das wette ich. Mal gucken. Also immerhin von Silord, ne? Der muss ja süß sein. Ja, na sowieso. Na und Serana, ne? Kann ich das nicht in die andere Richtung machen? Ja. Also du musst in 1,5 Minuten dabei sein mit dem Essen. Mhm. Bin sofort da. Ich sollte auch langsam wirklich genug gesammelt haben, glaube ich. Das ist cool, aber dann ist ja hier eigentlich eine gute Gegend scheinbar zum Eier ausbrüten. Ja. Kommen wir fragen, ob die anderen Dinos andere Wärme brauchen und andere Kälte. Ja, cool. 1 Minute noch, Leute. 1 Minute. Und wirklich, ihr könnt euch dieses Ei angucken. Dieses Ei ist so bei fast perfekter Gesundheit.
Wer hat jemals so ein Ei ausgebrütet? Vielleicht gibt es dafür einen Bonus. Wer weiß, vielleicht ein besonders starkes Tier. Also ich meine, die Eltern sind Level 14 und Level 45. Mal sehen. Nein, nein, du bist zu weit weg, du bist zu weit weg. Komm wieder her. Nein. Was, ich bin zu weit weg? Ja, ich kann das Ei nicht weiter brüten. Hoch, ich komme nicht zurück. Das war jetzt nicht gut. Hat sich die Entfernung wieder zurückgestellt? Ich weiß nicht, bist du so weit weg? Also so nah dran? Ich war verdammt nah dran. Ja, hat es. Du wirst mir jetzt mit knapp 200 angezeigt. Ja, müssen wir nach der Folge nochmal kurz neu starten. Ja, okay. Aber erst das Ei, das Ei. Ja! Ich glaube, ich will dabei sein. 2, 1. Baby Dodo, Level 32. Oh, Prägung. Ist meins. Ja. Baby Dodo. Ja, so nenne ich den jetzt auch. Reifeprozess. Wie süß. Baby Dodo? Hä? Ach so. Ja, alles klar. Reifeprozess, genau. Der hat aber nichts zu essen drin. Wer ist am Vorgang? Nein, den gebe ich ihm doch jetzt so. Schnell. Braucht Zuwendung in 30 Minuten. Beeil dich. Was? Zuwendung in 30 Minuten? Okay, muss man immer bei ihm sein, mit ihm quatschen? Weiß nicht. Ich hatte noch nie ein Baby-Dudu. Und warum kann ich ihm nicht einfach alle Bären geben? Das finde ich jetzt seltsam. Hm. Wahrscheinlich hat er noch nicht so viele Inventarplätze als Baby. Na doch. Komisch. Finde ich seltsam. Babychen. So. Oh. Oh, wie süß. Guckt euch das an. Wie sehr niedlich. So. Geprägt durch Reggie. Ist übrigens ein weiblicher Dodo. Das heißt, liebe Zuschauer, wenn dieser Dodo jetzt überlebt, hoffentlich. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass Zero und Reggie gute Eltern sind. Bin eine gute Dodo-Mama. Ja, und dann seid ihr gefragt. Wer möchte dieser Dodo sein? So dieser süße, kleine Fratz. Ich glaube, er hat die Farbe von Sealord, das Rosa. Ja. Er hat das Sealord Rosa. Also Sealord, du hast deine Gene erfolgreich weitergegeben. Er ist Level 32, was ich ziemlich cool finde. Was, das Baby? Ja. Crazy. Das ist geil, ne? Das ist Level 32. Und dann gucken wir uns mal an. Er hat ziemlich viel Nahkampfschaden. Hihi. Jo, wie süß. Ich traue mich gar nicht wegzugehen, ne? Ich, weil die Kleinen... Kannst du mich sagen, dass er dir hinterher laufen soll? Weiß ich nicht. Oh. Ach, jetzt plötzlich konnte ich alle übertragen. Was ist das denn für ein... Doch, Folgen komisch. Kannst du aktivieren. Der kann dir hinterher laufen. Ja. Ups. Ja, tatsächlich. Da. Hallo. Ja, mein Baby-Dodo. Jugendlicher Baby-Dodo. Oh, jetzt ist es schon jugendlich. Oh, das ging schnell. Ja. Schade. Aber ich glaube, wenn sie jugendlich sind, dann muss man sie gar nicht mehr so doll füttern. Das geht dann eigentlich schon. Tja, Kleiner, jetzt ist aber gerade Nacht draußen. Es tut mir echt leid. Und neblig. Und neblig? Ja, gut. Ja. Oha. Kann nichts erkennen. Und regnerisch. Ihhh, so nass. Vor allem, ich kann nichts machen, wie in der kleinen Distanz, die wir nur zueinander laufen können. Ja, das war blöd eigentlich, ne? Tja. Passiert, aber wenn du mal guckst, ist die Folge eigentlich auch schon wieder vorbei. Ja. Das heißt also eigentlich, hat sich das eigentlich auch schon wieder erledigt jetzt? Was denn? Ja gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach morgen wieder. Die Einstellung ist dann wieder vorgenommen, dass wir ein bisschen uns voneinander entfernen können. Und ja, dann kann ich auch wieder was machen.
Ja, haut rein. Und ich würde sagen, bis dann. Tschüss.